Oha, und jetzt spielen wir einfach direkt gegen Real Madrid. Das ist ja schon wieder ein kranker Auftakt hier. Und es stand irgendwas von Cristiano Ronaldo. Also ich gehe jetzt irgendwie so davon aus, dass wir Ronaldo gleich treffen. Was meinst du, Boss? Ein Titel wäre doch nicht schlecht auf dieser Tour, oder? Lass den Quatsch, Junge. Das musst du dir verdienen, Hunter. Autowitsch daneben. Wir müssen nur Real Madrid im Halbfinale schlagen und dann Galaxy oder Bayern München im Endspiel. Kinderleicht, oder? Zeig Wasser. Willst du uns irgendwas sagen, mon ami? Lily glaubt wohl alles, was er in der Presse liest. Er meint auch, die Mondlandung wurde in einem Filmstudio gedreht. Wach endlich auf. Wenn ich mal eines Tages gehe, werdet ihr es von mir erfahren, nicht von der Presse. Ein Termin? Okay, Danny Williams hat mich irgendwie erwähnt. Viele Folgen im Vorbereitungsspiel. Kann Alexander gegen Real Madrid die erhofften Tore machen? Warten wir erstmal ab. Und spielen jetzt gegen Real Madrid. Also gegen Cristiano Ronaldo Sui. Und wir haben eine 72 hier. Und wir werden wieder mit Hunter spielen. Wir werden es durchziehen. Es passt einfach besser zu The Journey. Von der Schwierigkeit her müssen wir dann einfach mal noch schauen. Wir fangen an auf Weltklasse. Ich gehe davon aus, dass hier ein bisschen besser ist als in FIFA 17. Wir werden es sehen. Da ist er. Alexander, right? You look good last season, kid. Danke. Have a good match. Ja, ich dir auch. Ah, Trikottausch am Ende? I will see what I can do. I will see what I can do. Stop, hub, center. So, Kommentator wieder ausgemacht natürlich. Die sagen hier bestimmt auch wieder irgendwas über Alexander gerade. Sagen so, ja, Alexander hat so eine gute erste Saison gespielt. Was meinst du, Buschi? Wie wird er in dieser Saison spielen? Kann er sein Niveau halten? Die großen Clubs sind schon alle hinter ihm her. Das ist Alexander, er ist so toll. Irgendwas in die Richtung sagen die bestimmt. Wie er Deutsch redet und Ronaldo Englisch. Ja, weil die halt von den ganzen, ja, von den ganzen Fußballpersönlichkeiten haben die halt das einmal einsprechen lassen auf Englisch oder teilweise auch auf ihrer Muttersprache. Und Alexander ist halt angepasst von der Sprache her. Naja, let's go, wir dürfen den Anstoß ausführen und hoffentlich auch gleich das erste Tor schießen. Wir haben ja auch in FIFA 17 im Vorbereitungsturnier schon gegen Real Madrid und Cristiano Ronaldo gespielt. Und da hat Cristiano Ronaldo eine Vorlage geliefert. Mal sehen, was er heute hinbekommt. Und auch, was ich hinbekomme. Ja, wo passt er denn schon wieder hin? Ach, das war der Trainer. Lol. Ich dachte, da würden Spieler unten stehen, aber da steht einfach der Trainer im Anzug im Schatten rum. Warum Bernat die 1? Hatte die 1? Keine Ahnung, Mann. Ich habe die Trikotsnummern hier nicht vergeben. Ja, unser Feldspieler hat einfach die Nummer 1. Da gibt es bei West Ham einfach keinen... Wisst ihr, was meine Theorie ist, warum er die 1 hat? Es gibt bei West Ham keinen Spieler mit der 1. Bei der Meister hatte der Keeper die 1, aber hier bei West Ham hat der Keeper nicht die 1. Und dann bekommt Bernat einfach automatisch die erste Nummer, die frei ist. Und das ist dann hier bei West Ham die 1, weil die sonst keiner hat. Das ist jetzt meine Theorie. Oh, Ronaldo mit dem Doppelpass, aber den schießt er vorbei. Als ob. Ja, es waren jetzt nicht besonders viele Schüsse. Also, bis jetzt macht mir das Spiel so ein bisschen Sorgen in Sachen Schwierigkeit Weltklasse, dass da was passiert in den Partien. Weil es geht ja nicht immer nur darum, ob ich als Alexander irgendwie was aufs Feld bringe. Es ist einfach, ob es auf beiden Seiten Torchancen gibt. Und wenn wir halt wieder diese Spiele haben, wie auch schon in FIFA 17, wo es einfach keine Tormöglichkeiten gibt, dann lohnt sich das nicht so richtig, als ob ich den bekomme. Also, ob ich den bekomme? Nein, ich bekomme ihn natürlich nicht. Aber heute ist einfach alles anders. Alexander! Mit dem Tor! Auf Weltklasse! Let's go! Fürs YouTube-Video, das Gelaber gerade, es ging ums Bayern-Rückspiel gegen City. Ich meine, für euch ist ja schon längst passiert, das Spiel. Aber das ist der Zeitpunkt, wo wir das aufnehmen. Beziehungsweise, wo ich es gerade streame. Mit links! Da haben sie die 5-Sterne-Schwache Fuß schon gelohnt. Ich hätte einfach den C-Jubel machen sollen. Das wäre es gewesen. Ich weiß gar nicht, ob ich den machen kann, aber das wäre krank gewesen. Einfach mit dem C. Waran. Benzema aus der Drehung auch vorbei. Ja. Gegen Toni Kroos, da bin ich schneller. Gegen Toni Kroos, da komme ich vorbei. Gegen Toni Kroos, aber nicht gegen Navas. Schade, Mann. Vielleicht wäre ein Finesse-Shot besser gewesen. Oh, mit einer Flanke. Modric, Zeitfallzieher. Und dann ist er drin. Was ein Tor von Modric. Eieiei. Aber ist auch verdient. 88. Minute. Mein Real kann die Verlängerung auch noch verhindern, aber nicht so. Okay, jetzt die Frage. Gibt es Elfmeterschießen oder Verlängerung? Es gibt... Verlängerung. Ja, nochmal eine halbe Stunde obendrauf. Aber wenn er jetzt einfach abgelegt hätte... Oh...
Nein, was machst du denn? Was macht denn Noble da? Der hätte mich nur noch schicken müssen. Oh, das ist schön. Das ist schön. Schick mich. Alexander, aber ich weiß nicht, was hier die richtige Schussmethode ist. Ich werde einfach jetzt mal im Finesse-Schub. Oh, ist das schlecht. Aber der ist drin. Ayu. Heilige Scheiße, war der Abschluss schlecht. Ich hätte noch einen Schritt gehen müssen. Aber alles richtig gemacht. Alles richtig gemacht. Aber ich kann ja keine Tricks, ne? Aber den kann ich. Den kann ich, wie ich da vorbeigehe. Und jetzt, aus 30 Metern. Oh. Okay, kurze Ecke. Bale versucht's, aber keine Chance. Und dann ein Hoch auf den Ricky. Und ein Hoch auf den 2:1 Sieg gegen Real Madrid. Let's go. So, und jetzt will ich aber das Trikot von CR7 haben. Also er hat es nicht versprochen, aber er hat gesagt, dass er schaut, was er machen kann. Best Friends. Das sieht man dann natürlich nicht mehr. Ronaldo findet es schade, dass das rausgeschnitten wurde. Da hätte er es gut gefunden. Gut gespielt. Hey, you're really starting to make a name for yourself. Maybe you should come play for Real. Könnt ihr euch mich denn leisten oder du solltest für uns spielen? Das bedeutet mir sehr viel. Es ist eine Ehre, dass du das sagst. Ronaldo knows a good player when he sees one. Let's go! Alex Hunter. Wir sind ein bisschen mehr cooler Sitzköpfig, habt ihr das richtig gesehen? Transferwert 9 Millionen Pfund. Warum ist ja alles auf Pfund? Kann ich es bitte auf Euro umstellen? Jetzt sind wir auf alle Fälle im Finale und ich hoffe, dass wir auf Bayern treffen, weil die waren ja auch mit drin im Wettbewerb. Ich hoffe sehr auf den FCB. Okay, aber erstmal müssen wir gegen den Torwart und Schusswinkel machen. Im Stadion sogar. Das ist cool gemacht. Dass jetzt nicht wieder auf dem Trainingsplatz ist, sondern auf so einem Stadion. Im Training kannst du an bestimmten Attributen arbeiten. Ja gut, das kennen wir alles. Guten Morgen, Gentlemen. Zwei Bronzeübungen, die wir auch selbst spielen werden, jetzt hier von Anfang. Da muss ich mich auch mal kurz fokussieren für die nächste A. Das hat sogar Bock gemacht. Das war aber auch viel zu einfach. Gute Einheiten, Leute. Wenn wir so weiter trainieren, bin ich voller Hoffnung. Hunter, du warst heute der Beste. Mach weiter so. Als ob das ein Trainer so vom ganzen Team sagt. Naja, gut. Kann doch mal sein. So, und jetzt komm, lass mich gegen Bayern spielen. Nein, warum spielen wir denn gegen LA Galaxy? Als ob LA Galaxy gegen Bayern gewonnen hat. Mit 3:1. Und Bayern hat Real 3:0 im Spiel um Platz 3 geschlagen. Mann, ich wollte doch gegen Bayern spielen. Ist es immer so, dass man gegen LA Galaxy spielt? Oder ist es einfach nur Pech? Einige von euch wissen das vielleicht nicht. Aber Galaxy gehört zu den Top-Teams in der MLS. Die kämpfen, die sind diszipliniert und die bestrafen jeden Fehler. Jungs, ihr habt Real richtig gezeigt, wo der Hammer hängt. Das ist ein richtig guter Start in die Saison. Heute will ich noch mehr Einsatz sehen. Noch mehr Intensität. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber ich habe keine Lust auf eine Silbermedaille. Komm schon! Also natürlich muss man das Spiel ernst nehmen, aber ihr müsst es jetzt auch nicht overhypen. Also komm, das ist ein Testspiel. Mal schauen, ob wir dieses Mal wieder irgendjemanden treffen. Aber da spielt ja niemand, den man kennt. Zardes vielleicht? Okay, jetzt kommt irgendwas mit Zardes. Ready to learn about MLS, big shot. Was denn? Ist aber so ein Freundschaftsspiel. Zum Beispiel, ob du echt so langsam geworden bist. Was? Klar. Was zum Beispiel? You'll find out. Ah, ganz schön mutig vom Zardes. Für das, dass er jetzt auseinandergeschraubt wird von dem jungen Mann hier. Alexander im kleinen Stadion. Wir wollen natürlich wieder ein Tor schießen. Alexus Hanterius. Ah, mein eigener Mitspieler blockt mich. Das wäre eine viel größere Chance geworden. Oh, der ist saufrei. Jermaine Jones schießt ihn rein. Zum 1:0 für LA Galaxy. Ausgerechnet Jermaine Jones. Was macht denn der da vorne? Das ist der erste Schuss im Spiel für Galaxy, ne? Der allererste. Die haben sich den richtigen Moment rausgesucht. Boah, Bernard tackelt Zardes komplett weg. Für die Aussagen vom Spiel aber auch vollkommen zurecht. Wir verlieren 1:0 gegen die. Jetzt habe ich es einfach übersprungen. Ich will es auch gar nicht sehen, was da passiert. Ja, man muss auch mal verlieren können. Ich dachte, du wolltest mich anrufen. Hm.
Dad. Was? Bist du ein Fan oder was? Du hast mehr von mir, als du denkst. Kann schon sein. Ich kenne dich nicht genug. Ja, das stimmt. Du warst gut heute. Sah klasse aus. Ja, Saisonvorbereitung. Du entwickelst dich zu einem Starspieler, Alex. Hör mal, ich... Hey, ich muss los. Wir fliegen heute nach Chicago und ich mache noch Sightseeing. Was? Via Taxi? So ein Quatsch. Na komm. Komm schon. Ah, sieh dir das an. Tolle Aussicht, hä? Okay, MLS All-Stars in Chicago. Nicht leicht. Viele Topstars in der Liga. Woher willst du das wissen? Ja, weißt du, man kriegt was mit. Als Scout. Ich arbeite für Galaxy. Ich muss Geld verdienen. Fußball ist für mich alles. Dachte, du warst in England nach dem FA Cup-Finale. Ja, hab ich da nach neuen Spielern umgesehen. Aber ewig konnte ich da nicht bleiben, oder? Wer ist es? Ach, weißt du, nichts Wichtiges. Nur ein Mädchen. Ja, Mann. Weißt du, Junge, der Schein trügt manchmal. Gewöhn dich da dran. Hast du uns ihretwegen verlassen? Ach, alles okay bei dir? Ja, klar. Kann ich dich gleich zurückrufen? Ich bin in deiner. Wir zahlen gerade. Also man weiß ja nicht genug so über die Vorstory, aber Alexander ist schon immer sehr ablehnend gegenüber seinem Vater, was man irgendwo verstehen kann, aber dann braucht er sich auch gar nicht mit ihm überhaupt irgendwo hinsetzen, mit ihm zu essen, wenn er dann kein Wort gefühlt mit ihm normal reden kann. Wir können uns wieder ein paar Sachen hier einstellen, und zwar gibt es neue Schuhe, die hier von Adidas. Ich glaube, wir bleiben aber jetzt trotzdem erstmal noch bei den Weißen, weil wir die jetzt ja extra für das Premier League Debüt eingestellt haben und die Premier League geht ja jetzt dann erst los und jetzt nur Schuhe für die Vorbereitung. Wir haben uns jetzt ja quasi an die Schuhe gewöhnt, dann dürfen wir die jetzt nicht direkt wieder ändern. Wir haben irgendein Tattoo freigeschalten, hier ein Sonnenmandala. Ich weiß auch nicht, was ich von den Tattoos so recht halten kann oder halten soll. Es ist auf alle Fälle cool, dass es die gibt, aber ich weiß nicht, wie schnell ich die verwenden werde. Beim Outfit ist es auf alle Fälle easier, mal was zu ändern. Wir können jetzt hier einen blauen Hoodie machen, wir können nochmal irgendein anderes Shirt aktivieren. Ich weiß aber nicht, welches da jetzt neu ist. Irgendeins ist auf alle Fälle neu. Warte mal, West Ham, ein blauer Hoodie passt halt gar nicht, ne? Wenn wir West Ham sind, so ein schwarzer Hoodie wird schon gehen, aber dann haben wir wieder ein graues T-Shirt drunter an. Komm, wir nehmen jetzt mal den schwarzen Hoodie, um irgendwas zu verändern. Trainerwertung. In der Teamstorade ist aktuell teaminterne Ansehen aller Spieler angezeigt. Ja, das kennen wir. Ich glaube, das muss ich nicht erklären. Das ist auch ziemlich selbsterklärend. Muss nicht alles lesen, was da steht. Und heute trainieren wir Torvorlagen und Flankengrundlagen. Machen wir natürlich wieder. Weil jetzt gerade am Anfang, glaube ich, ist es auch sehr wichtig, dass wir gute Stats haben. Deshalb wird jetzt hier Alexander den ein oder anderen Traumpass auf Arnautovic spielen. Übrigens für alle, die hier zuschauen gerade, ich meine, die meisten haben es wahrscheinlich eh schon gemacht, folgt gerne rein für die nächsten Streams. Wir wurden wieder in einigen Posts erwähnt. Ja, muss ich jetzt auch nicht alle vorlesen. Könnt ihr euch gerne ein bisschen genauer anschauen auf YouTube dann. Und dann spielen wir jetzt gegen die MLS All-Stars. Das auch noch. Also die bauen die MLS hier sehr prominent ein, das Ganze. Das merkt man auf alle Fälle. Jetzt könnten wir halt mal eine andere Schwierigkeit ausprobieren. Einfach nur, damit wir es mal getan haben, es ist ja eh kein wichtiges Spiel, testen wir hier jetzt mal Profi, wie das so ist. Aber ich fand Weltklasse okay. Ich fand es besser als in FIFA 17 auf alle Fälle. Die Mitspieler waren ein bisschen schlauer und es ging auch ein bisschen mehr einfach. Also die Gegner haben auch mal Tore geschossen. Das war schon nicht so schlecht. So, wie immer, Alexander mit dem Anstoß. Und jetzt haben wir hier sogar das MLS-Overlay oder was. Das sieht schon auch nicht schlecht aus. So, mal schauen, ob man das jetzt merkt, dass das hier Profi ist. Scheint schon so zu sein, dass man das merkt. Eieiei, wie man das merkt. 1-0 nach einer Traumvorlage von Alex Hunter. Aber er hat sich einfach weiterentwickelt im Vergleich zur letzten Saison. Denn da hat er versucht, den alleine abzuschließen. Aber hier hat er nochmal das Auge für den Mitspieler Sidlan Sini und legt dem quer den Ball rüber. Das sieht man nochmal, ein schönes Roulette vorbei am Gegenspieler. Und dann reingepasst. Kann ich hier nochmal einfach durchspazieren? Mal schauen, jetzt vielleicht der Trick. Oh, jetzt haben wir sogar 5-Sterne-Skills. Alex Hunter, aber den verschießt er. Aber Profi ist, glaube ich, zu einfach. In FIFA 17 war es irgendwie schwieriger. Ja, das ist ein Traumpass. Wieder der Trick. Boah, aber es war auch eine kranke Grätsche. Schon wieder der scheiß Van Damme. Das ist der beste Abwehrspieler der Welt hier. Der nervt mich so dermaßen, der Typ. Ich komme vorbei an Van Damme. Unglaubliches passiert hier.
Oh, aber dann Schweinsteiger rettet die Situation noch. Nochmal zu mir. Und dann der Abschluss. Dann der Abschluss an die Latte. Und Ayu köpft genau zu Tim Howard. Was passiert hier? Oh, ist das schön. Der Abschluss ist nicht schön, aber der Nachschuss geht rein. 2:0. Probieren wir mal was. Probieren wir mal was. Der ist drin. Alex Hunter mit dem klasse Tor. Wir müssen auch wieder zur Kamera laufen. Vielleicht haut er wieder einen Spruch raus. So wie bei FIFA 17. Oh, die treffen auch. Grana mit dem 3:1. Hä, was ist das für ein Bug hier gerade? Warum pfeift der Schiri das Spiel nicht ab? Dann ziehen die nochmal. Ganz komischer Abschluss. Jetzt pfeift er ab. Wie lange hat er jetzt nachspielen lassen? Das war ja komplett übertrieben. Naja, Tor und Vorlage. Ich glaube, wir gehen wieder zu Weltklasse. Ich glaube, es war zu einfach. Und Weltklasse war eigentlich schon ganz gut. Auf alle Fälle besser als in FIFA 17. Und deshalb würde ich sagen, wir gehen wieder auf Weltklasse rüber. Ich meine, für so ein unwichtiges Spiel war es jetzt eigentlich mal perfekt, das zu testen. Aber ich glaube, Weltklasse ist besser. Und jetzt sollten wir eigentlich wieder zurückfliegen dann, oder? 9,5er Bewertung. Startelf-Bonus und so weiter. 74er Gesamtstärke. 3 Skillpunkte. Die ballern wir auf Volleys, Außenrissschuss. Hier könnten wir noch auf faire Zweikämpfe gehen. Ist halt die Frage, ob wir jetzt nur die ganze Zeit auf Torjäger gehen oder irgendwann auch mal auf Vorbereiter. Aber ich würde fast nur auf Torjäger gehen. Ganz ehrlich. Ich würde hier als nächstes den Volley holen, weil dann können wir als nächstes darunter dann springen. Auch wenn der Volley ziemlich teuer war. Aber dadurch eröffnen wir uns halt den weiteren Weg im Skill Tree. Kapitel 1, das Leben. Gewinne das Saison vorbereitet, haben wir nicht geschafft. Also kein Tribal-Wappen bekommen. Und wir haben nicht mindestens 10 Schüsse aufs Tor abgegeben, sondern nur 8. Und deshalb bekommen wir auch nicht mehr Follow, aber wir haben die Spezialbewegung geschafft, was extrem wichtig ist für den weiteren Verlauf. Ja, und jetzt werde ich mit Sicherheit nicht Ultimate Team spielen. Ich weiß gar nicht, von FIFA 18 sollten die Server noch online sein. Bei FIFA 17 waren sie ja abgeschalten. Also wir könnten theoretisch Ultimate Team spielen, aber machen wir nicht. Beim Aussehen haben wir wieder irgendwas Neues. Hier das Flügelchen. Und beim Trikot haben wir mal wieder neue Schuhe. Die schwarzen hier. Jetzt steht das erste Premier League Spiel an. Wir spielen gegen Leicester am 13. August 2017. Das krasse ist ja auch, dass in einem Jahr hier die WM ist und am Ende von FIFA 17 wurde ja so ein bisschen geteased mit England und so, Nationalmannschaft. Das heißt, ich hoffe, das kommt hier noch irgendwann vor. Aber das werden wir beim nächsten Mal herausfinden. Danke fürs Zuschauen. Haut einen Daumen rein, abonniert den Zweikanal. Bis zum nächsten Mal. Euer Brunner. Tschüss.